Gentlemen, liebe Pelikane und Freunde des Box-Openings, willkommen zu einer neuen alten Box. Wir haben die wundervolle neue Wutbox mit dem Thema Legends, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben, ich glaube, Dragon Ball, Funko Pop Items und noch irgendwas, aber ich habe natürlich schon wieder vergessen, was. Ich weiß nicht, vielleicht Game of Thrones oder so. I don't know. Ich finde das Packaging wieder sehr nice. Da muss ich sagen, die Jungs geben sich richtig Mühe. Seitdem sie die Star Wars Box gebracht haben, im Dezember oder so, ist das Boxdesign ja immer anders. Früher hatten die ja diese schlichten blauen Boxen. Und jetzt haben die halt immer ein neues Design oder so. Und das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig cool. Diese Boxen kann man sich auch schön hinstellen und alles. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da drin ist. Die ist gut schwer, die ist gut gefüllt. Dann würde ich sagen, wir öffnen diesen Gauner mal. Diesen wunderschönen, grau-blauen, weißen Gauner. Ich muss das irgendwie hinkriegen. Ich muss das irgendwie anheben. Jetzt. So. Okay, ich habe schon was von Funko Pop gesehen. Ja. Okay, wir gucken natürlich nicht rein. Ich hole erstmal das Spoiler-Heft. Tatsache, hier sieht man es. Ich hoffe, es blendet nicht so krass. Legend. Das Thema der Box ist Legend. Und ja, da ist Spoiler drin. Ne? März 2017. Den Spoiler wollen wir natürlich nicht wissen. Wir holen uns als erstes das T-Shirt raus. Ah, jetzt weiß ich auch, was das andere Thema war. True. Das riecht richtig nach Fabrik. Das andere Thema war Sonic the Hedgehog. Wundervoll. Ein sehr geiles, klassisches T-Shirt. Was soll man sagen? Old but gold. Der gute Sonic, der pixelige Sonic, nicht der Sonic aus der Neuzeit, der komische Sonic, die komischen Sonic-Spiele, die fucking buggy as hell sind und alles. Ja, nice, das gefällt mir gut. Das ist ein sehr gutes T-Shirt, das ist ein sehr, sehr gutes T-Shirt. Oh, da ist der Funko Pop, den machen wir als letztes, glaube ich, auf. Game of Thrones Shotgläser. Finde ich gut. Ich trinke zwar keine Shots, aber ist auf jeden Fall ein cooles Item. Wir haben einmal Winters, da steht noch was hinten drauf, da müssen wir gleich mal gucken. Ich will das nicht kaputt machen, weil ich glaube, die verschenke ich. Das ist ein gutes Gift für andere Leute. Ich hole die hier mal raus. Oh, die sind ja richtig krass verpackt hier. Ah, wundervoll, da haben wir einmal Fire Blood, oh, das sieht man schlecht, Targaryen, also hier unsere Dragon Mother und Winter is Coming aus dem Hause Stark. Zwei entspannte Schottgläser, wo man sich gleich mal einen gönnen könnte. Könnte ich sogar tatsächlich, mache ich aber nicht. Weil Trinken ist immer so eine Sache. Alkohol konsumieren. Hier ist noch ein Item, also wir haben noch zwei Items. Dann hole ich mal den Pop raus. Und wir haben einen Pop von Son Goku. Sehr geil. Ich habe da oben schon einen Son Goku, aber ich hatte noch keinen Super Saiyan God Goku. Der mit den blauen Haaren. Wundervoll, wunderprächtig. Sehr, sehr schön. So sieht er aus. So soll er aussehen. Das finde ich richtig, richtig geil. Das ist richtig, richtig geil. Das ist aber kein Exklusiver, ne? Das ist so einer, da haben die einfach mal Wutbox draufgeklebt, aber es ist kein Exklusiv-Pop. Nice, lovely, lovely, lovely. Und das letzte Item. Oh, da ist noch was. Was ist denn das? Oh, gibt es diesmal keinen Pin? Oder soll das der Pin sein? Ja. Ich habe hier noch zwei Sachen. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Hinten sieht das so aus. Also das kann man auch nur jetzt hinkleben oder so. Ich vermisse ein bisschen den Pin. Und hier haben wir ein Artwork von, das ist richtig cool auch. Das finde ich richtig nice. Ich brauche aber ein Messer. Oder ein Messer oder was Spitzes. Das ist ja richtig nice. Das kann ich mir auch hier gleich dann aufhängen. Sowas mag ich immer. Das ist aus dem neuen Zelda-Spiel. Breath of the Wild. Das ist so ein Picture Frame. Boah, der stinkt auch wie Sau. Und da hat man dieses wunderschöne Bild. Da kennt man auch, wenn man zur Oma geht oder so, dann haben die auch solche komischen Bilder. Und jetzt werden wir auch Opas und Omas, Gaming-Opas und Omas. Und dann haben wir solche komischen Bilder. Hier sieht man Link, der fightet dieses Beast, keine Ahnung, Breath of the Wild. Ich habe es nicht gespielt, ich habe keine Switch, also sieht man das hier gut. Wenn man das nicht ein bisschen weg... Na, also jetzt ist es doch lovely. So, da haben wir so ein Picture. Kann man sich aufhängen, genau hier. Und dann chillt das da. So, das war's schon, was das Ding ist. Das gucken wir jetzt gleich nach. Wir gucken jetzt ins wundervolle Gammelheft. Ins Spoilerheftchen. Nächstes Thema ist Crew. Da soll irgendwas von One Piece drin sein, soweit ich weiß. Ja, Tales of Berseria, bla bla bla. Natürlich hat wieder keiner von uns eine Mega-Wootbox gewonnen. Das ist natürlich wie immer traurig. Da hätte man eine Switch bekommen können. So, das ist ein Wootbox-Exclusive, das Bild. Das gibt es nur in der Wootbox. Das kostet 10 Bucks. Der Funko Pop kostet angeblich 20. Naja, kriegst du für 15, ne? Super Saiyan God. Shotgläser 8. Zwei Shotgläser für 8 Euro. Finde ich schon teuer. Ist aber halt auch lizenziert, ne? Und T-Shirt 20. Hm, ja, kann sein. Ist gar nicht verkehrt. Was ist das? Magnet-exklusiv Wootbox. Diesen Monat haben wir für euch einen Magneten als Glücksbringer. Er ist inspiriert von einer sogenannten unendlichen Geschichte. Das Emblem der Herrscherin bietet seinen Besitzern die Möglichkeit, all seine Wünsche zu erfüllen. Was ist euer? Also euer Wunsch. Vorschau auf die nächste Box. South Park. Also das Thema ist Crew, also wahrscheinlich One Piece, South Park und, keine Ahnung, Tokyo Hotel oder sowas. Wird nice, also das ist ein Magnet, ja. Dann musst du den irgendwo hinmagnetisieren. Finde ich nicht so cool, ich finde die Standard-Pins besser. Also im Großen und Ganzen haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Items. 5 Items. 4 sehr hochwertige, muss man sagen. Ich bin sehr zufrieden, sehr zufrieden, sehr zufrieden. Und ja, nächste Box kommt Crew. Ich hoffe, die wird auch nice. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis gleich bei der Bewertung. Wir sind Gentlemen, liebe Pelikane. Willkommen zurück zur Boxenbewertung von der Foodbox im Monat März. Thema war Legende. Wir hatten ein paar Legends dabei auf jeden Fall. Ja, T-Shirt 7 Punkte. Sonic, kein Mashup, ganz Classic, Old But Gold, blaue Farbe, Top-Logo, stabile 7 Punkte. Funko Pop, natürlich, wie soll es auch anders sein, kriegt auch natürlich stabile 7 Punkte. War nicht gedamaged, ist ein guter Pop zum Thema Legenden. Also alle, die so um die 20, paar 20 sind, kennen Dragon Ball, die Jüngeren auch, die Älteren auch, aber das war so genauso unsere Generation. Dann kommen die Gläser. Die Gläser, solide 6 Punkte. Ich fände es cool, wenn es verschiedene Gläser gegeben hätte. Heißt, wenn man aus den verschiedenen Häusern zum Beispiel zwei andere Gläser kriegen könnte. Zum Beispiel fucking Lannisters und Tyrell oder so.
Dann, das Bild kriegt 8 Punkte, weil es erstens halt ein Item ist, das man in der Regel so nicht sieht in diesen Boxen. Es ist sehr, 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 wie soll man sagen, unüblich sowas. Also ich hatte in keiner Box jemals so ein Bild gehabt. Dann ist es natürlich zum neuen Zelda-Spiel. Es ist cool gemacht und gefällt mir halt mega gut, deswegen dafür 8 Punkte. Der Pin kriegt diesmal 1 Punkt, weil ich kann erstens mit dem Pin nichts anfangen, auch nicht mit der Beschreibung und so. Und ich würde von diesen Magnet-Pins auch weggehen, weil sie irgendwie, ja, die Qualität ist, erscheint nicht so cool wie die von den Metallpins. Also, wenn ihr das seht, Leute, Metallpins sind Key to Victory. Die sind richtig nice. Die sammle ich auch richtig gerne. Die sind fucking well. Dann jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einen Dragon Ball machen können. Oder aus einem der verschiedenen Häuser irgendwie das Wappen als Pin oder so. Das wäre richtig, richtig nice gewesen. Irgendwie sowas, weil dieses, also das ist ja einfach nur so ein Plastikmagnet, das ist nicht so nice. Dafür einen Punkt. Und natürlich für die Box auch wieder einen Punkt. Keine Ahnung, ich finde das, ihr macht gute Boxen. Das Design ist immer stimmig und alles. Das finde ich schon, das ist schon sehr schön. Die kann man sich auch schön hinstellen, das sieht auch nach etwas aus. Deswegen dafür auch einen Punkt. Und dann kommen wir auf eine Gesamtpunktzahl von 30 Punkten. Ich glaube, das ist dieses Jahr das höchste, was wir bis jetzt hatten. 30 Punkte ist schon sehr solide, ey. Das ist schon sehr, sehr, sehr solide. Ja. Sehr feine Items, hat mir sehr gut gefallen. Ich bin gespannt auf die nächste Box mit dem Thema Crew. Ich hoffe, ihr habt ein cooles One-Piece-Item. Wenn ihr ein cooles One-Piece-Item gibt, dann gibt es extra Punkte, weil One-Piece der beste Anime ist. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.